Äpfel für die kleine Kind, große Kind, alte Lüt. Mir sie alle rief, Äpfel sie ein Traum. Äpfel früh am Morgen schon und Mittag tapig auch. Ja, mir Äpfel, mir machen einfach froh. Habt ihr je jemanden in einen Äpfel gesehen beißen? Und er ist nicht lustig geworden. Was nicht? Natürlich ein Sauren. Uns müsst ihr selbstverständlich nur einfassen. Das ist doch klar. Wisst ihr, dass wir berühmt sind? Als Äpfel meine ich, ja wirklich, wenn ihr denkt, was mit uns alles da und unternah wird. Wir haben als Pausenäpfel einen Namen. Wir spielen sogar eine Schlankheitskur für Damen. Bücher werden über uns geschrieben. Demonstrationen werden über uns abgehalten. Also nur über uns. Gefüllte Halböpfel. Das sind Äpfel, die ich im Süßmast innen gekocht habe. Und die tue ich jetzt füllen. Ich habe eine Fülle. Seht ihr, was man da alles mit uns macht? Du bist denn ein Aufschneider. Meinst du auch, das hat Geschlag auf der Welt? Wir Bären sind dann auch noch da, mehr. Ist schon recht. Aber warte doch jetzt. Du bist noch gar nicht dran. Ich muss jetzt zuerst mal meine Verwandten vorstellen. Ich bin der Grafensteiner, ein saftiger Typ, noch eher ein Junge. Uns müsst ihr bald essen. Vom Lager halten wir nicht viel. Und wir sind Berner Rosen, gell? Wir haben es nicht gesprengt. Wir liegen gerne noch ein bisschen im Lager, reifen noch ein bisschen aus und haben dafür im Oktober und im November ein besonders köstliches Aroma. Ich bin der Sauerglauch, ein spritziger, ein richtiger Ruch, sagen sie von mir. Bisset nur mal drei, dann krachet's wie ein Gewitter in den Bergen. Ruchig, surgrauchig. Wir sind Golden Delicious, ursprünglich aus den USA. International aromatisch. Oder wie der Amerikaner sagt, always just delicious. Ich bin der Jonathan, ein Alter. Ich komme schon in der Bibel vor. Schon dort haben sie mich gern gehabt. Aber ich bin doch ein guter Schweizer. Wir Glockenöpfel halten den Lagerrekord bis im April. Wenn du willst, noch länger. Uns die Boskop gibt es überall in der Schweiz. Wir sind frisch, gut im Mut und fabelhaft in den Öpfelkuchen. Wir sind in. Maigold heissen wir. Wir sind die modernsten. Wir halten sowieso alle Rekorde und... Es tut's, meine Herren Verwandten. Also, mit Rezept müssen wir nicht auch noch kommen. Sonst wird der Film zu lang. Und überhaupt, die stehen ja in diesen Büchlein, da kann so jeder lesen. Und natürlich auch machen.
Kinder, wir hätten uns doch auch noch nötig. Was habe ich immer gesagt? Natürlich hat man euch auch nötig. Aber habt doch ein bisschen Geduld. Es fehlt mir einfach noch einer von meinen Verwandten. Wo ist er auch, der Kleine? Komm du, musst dich nicht genieren. Uns schaut niemand an, wir sind verschimpft und voller Möse. Ist ja nicht wahr, du hast einfach einen Komplex. Uns will niemand essen, uns hat einfach niemand gern. Also höchstens zum Vorhandessen nicht. Uns tut mer im Haras auf den Wagen aufladen, schüttelt alle Touren an und fahrt in die Musterei. Hunderttausende überall im Land, siehst die volle Wege kommen. Wege voll, warte schon. Hunderttausende überall im Land schnetzeln alle kurz und klein, machen draus Öffelbrei. Lotto legt euch in die braunen Tücher sauber rein. Fahren uns in die Presse und geben einen riesengroßen Druck. Schau doch, siehst den Saft nach allen Seiten rausfliessen. Siehst den frischen Saft, das ist der beste Äpfelmost. Hunderttausende der süße Musch, laufen alle aus der Presse, Äpfelsaft, frische Saft. Hunderttausende Liter süße Musch, pumpen in die große Fass, Fässer voll, Flasche. Halt, halt! Also jetzt wird's mir dann doch zu dick. Als ob es nur Äpfelmost gäbe. Unser Birnenmost ist dann mindestens so wichtig. Ich fordere unbedingt Gerechtigkeit. Oder muss ich euch mit der Statistik kommen? Muss ich? Hunderttausende Liter süße Most. Äpfelmost. Und Birnenmost! Birnenmost! Ja, und nicht nur Birnenmost. Von uns wird dann auch noch Konzentrat gemacht. Das kannst du verdünnen, dann hast du wieder wunderbare Birnenmost. Was willst du? Das gibt's bei uns auch. Aber von uns machen sogar ganz dickes Konzentrat. Das kannst du aufs Brot schmieren. Das schmeckt wie der allerbeste Honig. Wir wollen nicht streiten. Lass lieber zu. Ich singe euch jetzt mein Lieblingslied. Wenn ich an eins nur denke, ans gute Bier muss, was ich euch damit schenke, mit einem Biervermuss. Ihr könnt es essen morgens, das schmeckt so frisch und fein. Am Mittag ist noch besser, im warmen Sonnenschein. Und seid ihr abends müde,
gedacht vom langen Tag. Ein Bürger muss ihn ehren, das herrlich schmecken. Brüder, du verhindert aber, rettet den nur, du Schnulzensänger. So ein Lied singt man doch heute ganz anders. Dennoch Birre ist das Birchermut, das Birchermut, das Birchermut. Denn es endlich richtig Birchermut, gibt's ein Birre, Birchermut. Nur mit Birre macht man Birchermut, es richtig Mut, es Birremut. Nur ein Birre, Bircher, Birremut, ist ein richtig Birremut. Also, jetzt hört ihr mal. Was wollt ihr eigentlich? Protestieren wollen wir! Das höre ich. Aber sagt, gegen was eigentlich? In der ganzen Welt wird Birchermus gegessen. Und in der ganzen Welt macht man das Birchermus mit den verschiedensten Früchten. Da sind ihr ja sowieso dabei. Und überhaupt, könnt ihr euch ein gutes Birchermus vorstellen ohne unsere Gastarbeiter? 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 Ja, unsere Gastarbeiter. Zitrone, die gehört doch unbedingt mit ins Birchermus. Aber jetzt sagt, was gibt's denn bei euch noch zu protestieren? Hey, wir müssen einfach wehren. Wir kommen immer zu kurz. Ich könnte mir wirklich mehr berücksichtigen. Au lieu de nous jeter dans le Rhône, surtout quand on sait pas nager. Unsinn. Ihr kommt schon zu Ehren. Euch habt doch alle gern. Ihr sind doch das wunderbarste Sommerobst. Oder müsst ihr euch dagegen wehren, dass wir euch einmacht die Gläser zu wunderbarem Kompott? Sind ihr etwa dagegen, dass man die feinste Konfitüre aus euch macht? Oder wollt ihr Zwetschgen dagegen protestieren, dass man euch durch zum Aufbewahren das ganze Jahr durch? Also, jetzt muss ich dann schon sagen, euer Äpfel kann man dann auch durch. Und getörte Birre, habt ihr die wieder vergessen? Könnt ihr mir vielleicht sagen, aus was man das weltberühmte Birrenbrot macht? Etwa noch Äpfel oder Aprikosen? Da hast du wirklich recht. Birnenbrot kann man nur aus dörten Birnen machen. So, bleib jetzt gerade. Jetzt bist du dran. Was? Ich bin dran? Jetzt endlich, wo alles vorbei ist. Jetzt, wo du dran bist, weisst du nichts zu sagen. Nur dann also, lass zu und red nicht immer rein. Doch alle sind besonders gesund.
Ja, wir Bären sind eine uralte, grosse Familie. Wir haben es nicht nötig zu protestieren. Wir sind altbekannt. Uns könnt ihr das ganze Jahr haben, ohne Dürre. Immer frisch, ganz einfach gefroren. Also tiefkühlen, ich meine, gefrieren könnte man uns auch, das heisst, nein, jetzt will ich nicht schon wieder, tönt doch bitte entschuldigen. So, so, kannst du dich doch noch entschuldigen. Also, mehr Früchte, Beere und Herdöpfel sind doch alle zusammen eine gute demokratische Gesellschaft. Aber modern, anti-autoritär. Ruhe dahinter. Wir sind eine gute demokratische Gesellschaft, mit dem einzigen Ziel, den Menschen das Beste aus der Natur, der Sonne und aus dem Erdboden zu bieten. Der geht wieder höher. Jetzt sind doch endlich ruhig. Also, wir erwarten von euch Menschen, dass ihr uns gut behandelt, sauber wascht. Als ob wir nicht sauber seien. Ja, sauber wascht. Und wir möchten euch empfehlen, dass ihr euch das ganze Jahr durch immer frisch essen. Jedes zu seiner Zeit, wenn wir so richtig reif sind. Habe ich das nicht gut gesagt? Vergessen uns die Birne nicht, gell?